Der Bruder sagt, auma malakat aymanuhum, und ihre, was ihre rechte Hand besitzt. Was ihre rechte Hand besitzt, ist natürlich, ein Mann darf eine Frau heiraten und er darf auch eine Sklavin haben. Liebe Geschwister, das ist ein großer Angriffspunkt von den Kuffar gegenüber den Muslimen, dass sie sagen, warum sind Sklavinnen erlaubt? Erstmal sagen wir ihnen, gab es das Sklaventum schon vor dem Islam, ja oder nein? Ich will euch hören. Das heißt, hat der Islam das eingeführt? Guckt mal, der Islam hat das nicht eingeführt, aber beendet. Der Islam hat das nicht eingeführt, aber beendet. Wie beendet? Wer sagt mir, wie hat der Islam das beendet? Zum Beispiel durch eine Kaffara. Wenn jemand eine Sache wieder gut machen muss, zum Beispiel einer schwört auf Allah und hält das nicht ein, dann gibt es eine Kaffara. Und jedes Mal ging es darum, was? Einen Sklaven zu befreien. Bis wir heute in einer Zeit sind, wo es keine Sklaven mehr gibt. Der Islam hat nicht das Sklaventum eingeführt, aber es beendet. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Denn das gehörte zu den größten Taten, liebe Geschwister, einen Sklaven zu befreien. Wen hat zum Beispiel Abu Bakr as-Siddiq befreit von den größten Sklaven? Bilal al-Habashi.